Der Herr sagt: Seid ein Volk mit einem reinen Glauben, abgesondert für mich. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Oktober 2010 von Yahushua HaMashiach, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online-Zusammenkunft. Für die kleine Herde des Herrn und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Geliebte, bevor ihr meinen Tisch verlasst, möchte ich noch Folgendes ansprechen, damit ihr darüber nachdenken könnt. Woher kam euer Glaube und wodurch wurde er hervorgebracht? Antwortet nicht zu schnell. Denkt lieber darüber nach. Denn ich sage euch die Wahrheit. Ich bin nicht der Urheber eures Glaubens. Noch hat euer Glaube mit mir begonnen. Ich bin also nicht gekommen, um den Glauben, den ihr habt, zu vergrößern. Ich habe nicht all diese Briefe gesprochen, um das zu bekräftigen, was ihr bereits habt. Nein, ich bin gekommen, um niederzureißen und zu verdrängen. Geliebte, ich rufe euch aus dem heraus, woran ihr euch gewöhnt habt, um euch von dem zu trennen, was bis jetzt der Ursprung eures Glaubens war. Für einige von euch begann euer Glaube in den Kirchen der Menschen, und für andere wurde er von der Welt geformt und gestaltet. Doch für die meisten von euch war es eine Kombination aus beidem. Deshalb rufe ich euch auf, jetzt mit größeren Augen zu sehen. Ja, mit Augen, die sehen wie meine. Denn ich sage euch die Wahrheit. Euer Glaube ist gegen mich, so wie die Kirchen der Menschen und diese Welt gegen mich sind und meinen Namen und meine Herrlichkeit unaufhörlich verunreinigen. So wie die Liebe zur Welt Feindschaft mit Gott bleibt. Deshalb habe ich in diesen letzten Tagen meinen Geist über alles Fleisch ausgegossen und durch meine Propheten habe ich gesprochen. Ja, mit vielen Worten habe ich es verkündet. Und so sage ich es noch einmal. Ich werde niederreißen. Ich werde entwurzeln und zerstören. Verdrängen, wieder aufbauen und wiederherstellen. Hochheben und sie vereinen. Meine Kinder, der Glaube, den ihr von dieser Welt empfangen habt, ist völlig nutzlos. Er ist verdorben und tot. Doch was ich euch geben werde, ist ein lebendiger Glaube. Vertrauen, das nicht von der Welt oder den Kirchen kommt. Vertrauen, das von Gott kommt und nur in mir empfangen wird. Ein Glaube, der auf meiner Liebe und der vollen Akzeptanz meines Opfers aufgebaut ist. Wahres Wissen in dem Geliebten und das Verständnis, dass ich bin, wer ich bin und dass es keinen gibt wie mich. Deshalb habe ich meine Leute herausgerufen, damit sie aus ihrer Mitte herauskommen und abgesondert bleiben und sich mir anschließen. Ein Volk, das für meinen Namen abgesondert ist. Ein Volk, das die Gebote hält und nicht aufhört, meine Herrlichkeit zu bezeugen. Ein Volk mit einem reinen und unbefleckten Glauben. Sagt der Herr.